Willkommen zurück zu Pokémon Silber! Wir sind hier stehen geblieben im Untergrund. Doch, würdet ihr mir glauben, wenn ich euch sage, wir können noch tiefer? Ja, wenn wir nämlich hier nach rechts gehen. Wir haben hier erstmal aufgehalten von dem Typen hier. Beschränkst du dich beim Kämpfen nur auf einen Typ? Wenn du die Stärken deiner Typen kennst, hast du im Kampf Vorteile. Und das sagt mir wer? Ist das nicht ein Dieb? Nee, es ist ein Streber. Oh, ich denke die ganze Zeit, das sind Diebe. Ich weiß, dass es hier Diebe gibt. Ich weiß nur nicht, wo. Vielleicht haben die jetzt auch alles komplett geändert im Remake. Und ihr seht auch schon Level 7. What? Man kann ja schon ganz am Anfang des Spiels sind. Deshalb sind die alle so low-leveled und deshalb skippe ich das alles durch, denn das will ja niemand sehen, wie ich mit einem Level 31 Pokémon gegen ein Level 9 Pokémon kämpfe. Das will ja niemand sehen. Ist ja langweilig. Weil wir wissen alle, wer gewinnt. Oh, oh, oh. Ich kenne die Stärken und Schwächen meiner Pokémon, aber ich setze nur einen Pokémon-Typ ein. Ja, ist ein bisschen dumm. Aber okay. Bis hierher und nicht weiter! Okay. Mit dem Kelleröffner wird die Türe entriegelt. Oh yeah! Und jetzt, dank der Team Rocket Mission, können wir hier durch. Könnten wir sonst vorher nicht. Und jetzt sind wir hier in diesem Eisgebiet. Zumindest sieht das aus, als wäre das Eis, aber es ist eigentlich kein Eis. Oh nein. Stehen bleiben! Ich sah dich und bin dir gefolgt! Hör auf, mir nachzustellen! Ich muss mich um Team Rocket kümmern! Moment, du hast mich schon besiegt, oder? Das war nur ein Dusel. Ich begleiche meine Rechnungen. Oh, Patrick will kämpfen. Das habe ich voll vergessen. Ich habe mich geheilt. Egal, ich kill ihn trotzdem mit der linken und manchmal auch mit rechts. Bam. Ba-da-bam, ba-da-bam. Bam. Yeah. Oh, ich bin sogar geheilt. Also, alles gut. Drachenwurf sollte eigentlich passen. Sieht aus, als wäre das Feuer, aber es ist eine Drachenattacke. Ich kann euch sagen, Patrick kann was. Also nehmt ihn nicht auf die leichte Schulter. Ihr seht, er ist auf unserem Level. Er trainiert mindestens genauso. Ja, okay, nee. Er wird fast genauso gut wie wir. Wir haben natürlich ein bisschen besser. Oh, oh, schon leer. Aber. Das heißt nicht, dass er schlecht ist. Er kann was, will ich damit sagen. So, der geht erstmal down. Was ist das nächste im Petto? Magnetilo. So, so. Da hat FameSack wieder mal schön was zum Spielen und zum Rumkauen. So. Jetzt wirst du abgefackelt. Ich mach ein Rad. Oh yeah. Da verbrennt er schön. Yeah, yeah. Wow, wow. Baum, baum, baum. Oh, Impagator. Da ist Tyrakrok schon entwickelt. Das ist schlecht. Wir sollten Amphi rein tun, sonst haben wir keine Chance. Und ich liebe Impagator, aber ich hasse diesen Sprite. Ich sag's so, wie es ist. Ich hasse diesen Spider, der sieht so dumm aus. Aber Impagator selbst, ich liebe es. Das ist ein sehr, sehr tolles Pokémon. Ist mein Lieblingsstarter aus dieser Gen. Oh, kommt das gerade aus dem Mund? Donnerschlag! Du musst eigentlich Monit sein, oder? Nein! Nein! Das ist kein One-Hit! Okay, gut. Es macht keine Attacke, die Sinn macht. Gut. Ach, die AI. In diesem Spiel ist nicht so gut. Oh, Alpollo. Mhm. Ich glaube, es ist keine dumme Idee. Die gehen. Wenn ich jetzt U-Boot rein tue. Oh, ich vergesse immer wieder. Das Ding ist Geistgift, oder? Ja, ist es. Mm-hmm.
das ist effektiv. Er suicidet und dafür bekomme ich den Flucheffekt. Super. Nein, nicht super. Sneebel. Oh, Sneebel hat damals noch keine Weiterentwicklung gehabt. Das heißt, es ist richtig gebufft. Eis-Pokémon. Unlicht aber auch. Flamesack ist eigentlich die beste Wahl. Hm? Warum ist das Ding braun? Warum ist das... Warum sieht das aus wie eine Shiny-Form? Warum ist das Ding braun? Normalerweise ist das schwarz und nicht braun. Und die Stacheln sind auch nicht türkis, die sind rot. Oder es sieht zumindest aus wie Stacheln, das sind eigentlich Federn. Ach, was habt ihr mit dem Design gemacht? Wer hat die Color Palettes hier gemacht für Zwiebel? Sneebel, die arme Zwiebel, geht jetzt schiebeln. Bye bye. Und Level Up! Level 37! Ein bisschen OP! Yeah! Warum? Warum habe ich verloren? Ich habe die stärksten Pokémon zusammengetragen! Ich habe mich so angestrengt! Warum habe ich bloß verloren? Du bist halt schlecht. Ich verstehe es nicht. Ist es wahr, was dieser Siegfried erzählt? Dass ich meine Pokémon nicht richtig behandle? Liebe, Vertrauen, fehlt mir das wirklich? Wenn dann diese Mängel, dass ich gewinne? Ich verstehe es nicht. Aber es wird nicht enden. Nicht jetzt. Nicht deswegen. Ich werde meinen Traum, der weltbeste Pokémon-Trainer zu sein, nicht aufgeben. Kurze Frage. Warum kommt er hier überhaupt runter, und dann wieder, um dann wieder hochzugehen? Gut, man könnte meinen, ja, er heilt gerade seine Pokémon, meinen natürlich. Aber tut er das wirklich? Vielleicht ist einfach nur ein bisschen unbedacht. Egal, wir sind auf jeden Fall jetzt im Untergrund. Unten im Untergrund. Im Unterteil. Und hier sind natürlich auch wieder Team Rocket Rüpel. Es ist mir egal, wenn du nicht verläufst. Du tauchst hier auf und du bist nur ein Opfer. Ich bin das Opfer? Excuse me, du bist das Opfer? Wenn du mich nicht glaubst, ich kann dir gerne zeigen. Ich brauch gar nichts mehr zeigen. Du hast dich gerade selber outplayed. Nennt mich Opfer. Hat ein Level 27 Radfratz. Das ist ein einziges Pokémon. Wer muss nicht gesagt werden? Yes, Level Up! Tja, wie fühlt sich das an? Hä, wieso hab ich verloren? Oh, du glaubst, du bist cool, hä? Schon? Durch deine Venen fließt wohl Eis, da du Team Rocket nicht für bare Münze nimmst. So, hier oben ist übrigens ein Schalter, den ich jetzt aber noch nicht betätigen werde, aus einem bestimmten Grund. Obwohl, ich könnte ihn schon betätigen, merke ich gerade. Ja, doch, betätigen wir ihn mal. Machen wir das mal. Hier steht Schalter 1. Er ist ausgeschaltet. Einschalten, yep. Dann öffnet sich hier unten der Bereich. Ein Item! Den Hyperheiler. Oh, der ist ja wichtig. Ich habe nämlich keinen mehr. Anscheinend. So. Nächster Kampf. Das ist ein ganzes großes Labyrinth-Rätsel mit Schaltern. Öffne einen Rollladen und ein anderer schließt. Ich wette, du kommst nicht so weit, wie du es dir vorstellst. Ja, das sind Rollladen, die sich ja auf und zu machen. Weiß nicht, was es im Englischen ist, aber ich finde einfach geil, dass es im Deutschen eine Rollladen ist. Slimog? Was macht er eigentlich für eine Pose? Aber okay. Ja, ich würde sagen, der Kampf ist ein bisschen easy. Ein bisschen too easy. Härtner! Pfund! Oh, tolle Attacken. Smog on! Ich sag dazu nur Smog off! Der explodiert. Aber ich lebe! Dein bringt dir gar nichts mehr. Why am I even trying? Weißt du, der Rivale war so hoch gelevelt und die sind alle Noobs. Die können nichts.
traurig, wie einfach das ist. Macht ja schon fast keinen Spaß. Das lebt doch, Alter. Hau ab. Will ich nicht sehen. Gut gemacht, Melly. Verflixt, meine Unentschlossenheit war mein Ruin. Ruin? Ruin? Egal. Auch ich bin verwirrt. Der letzte Schalter muss zuerst betätigt werden, aber... Aber? Hm? Aber? Aktivieren wir mal den hier. Hier ist der Schalter. Ein Schalter. Kannst du übrigens das Rätsel? Also ihr solltet es noch wissen. Und jetzt öffnet sich das hier. Uff! Wir sind von den Rollladen verwirrt. Ich verrate dir ein Geheimnis, wenn du mich besiegst. Da ich verwirrt bin, schlage ich mich sowieso selbst. Na, ist gut. Das ist ja einfach. Na komm, will niemand hören. Bla 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 bla. Ciao, ciao. Und das war's. Oh, noch. Oh, 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 Slime Rock. So, Slime Rock. Obwohl es am besten. Zack. Ups, das soll ich gar nicht mehr machen. Ich wollte eine Konfusion. Zack, nice. Und du bist down. Du kannst einfach nur so kurz, ganz kurz eine Nadel sein und das war's mit deinem Mission. Einfach so. Blutsauger. Mehr muss es doch nicht sein, aber okay. Ah, ich hab's vermasselt. Oh ja. Okay, ein Hinweis. Benötige die Schalter in einer anderen Reihenfolge. Dadurch wird das Öffnen und Schließen der Rollläden verändert. Mhm. Sie haben das Projekt abgebrochen, noch ehe sie fertig waren. Ich suche nach Überresten der Beute. Okay, wenn das kein Dieb ist, dann weiß ich auch nicht. Das muss ein Dieb. Ja, es ist ein Dieb. Ich wusste, es gibt Diebe. Da hab mich alle ausgelacht. Hat da eine Mario-Mütze mit einem G drauf? Das ist ein bisschen saus. Franka mit seinem Fukana. Oh, ich bin fast besiegt. Ups, da habe ich was vergessen. Surfer, bye bye. Level up. Meine Katze. Ja, komm, ist egal. Bla bla, du kannst sowieso nichts. Das ist zu viel. Untergrundlagerhaus? Warum möchtest du dorthin? Da unten wirst du nichts finden. Sicher? Are you sure about that? Because I think I can find something very useful for me. Oh yeah. So, aktivieren wir einfach mal den Schalter hier. Ne? Warum nicht? So, eingeschaltet. Und hier unten öffnet sich auf einmal ein Weg. Aber wir kommen nicht weiter, aber auf der anderen Seite öffnet sich was. Dann rennen wir mal auf die andere Seite rüber. Doch dann werdet ihr feststellen, die Tür ist nicht auf. Denkt man sich, okay, dann mache ich halt hier nochmal auf. Aber dann geht das nicht auf. Sondern nichts passiert. So, und ich zeige euch jetzt, wie man es richtig macht. Ich hoffe, ich schaff's first try. Nicht, dass ich am Ende was Falsches in Erinnerung habe. Aber soweit ich weiß, müsst ihr einfach von links nach rechts. Und dann war's das. Ich hab's zumindest so in Erinnerung, dass es einfach genauso ging. Das hier anmachen. Dann macht das hier auf. Dann das hier anschalten. Und dann das hier. Ich glaube, das müsste dann funktionieren. Ich glaube, das funktioniert. Dö, nicht? Doch. Ah, aber dann kommen wir nicht ins Item. Ah, also ist es richtig. Aber es ist nicht richtig fürs Item. Will ich an das Item ran? Weiß nicht. Ich habe irgendwie keinen Bock. Ich brauche die Items sowieso nicht. Ich könnte es ja ein bisschen rumprobieren. Es ist nicht schwer. Es dauert nur ein bisschen hin und her zu rennen, weil ihr seht. Eich sagt, Mike, es ist noch nicht an der Zeit, dein Fahrrad zu benutzen. Ja, irgendwo ist hier irgendwo an den Wänden. Guckt mir zu. Und sagt mir, ich darf die Fahrrad nicht benutzen. Okay, dann halt nicht. Ich hol's jetzt nicht, ich habe keinen Bock. Ich habe ja gesagt, es wird kein 100% Let's Play. Werf deine Goodies herüber! Ich werf nicht meine Goodies herüber.
Aber Leute, wenn ihr mal eure Goodies zu mir rüberwerfen wollt, dann könnt ihr es gerne machen. Aber nicht den Paolo. Der hat sich verdient. Wenn ihr mir Goodies wie ein Like oder ein Abo rüberschmeißen könnt, das wäre schon nice. Würde ich nicht nein sagen. Warum Finale die ganze Zeit? Brumm, 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 brumm. Oh, nervig. Magma. Ja, ist halt ein Feuerbomber, ja. Wir sind beide rot. Ich bin shiny. Das war automatisch besser. Bye, bye. Ein Smogon, aha. So, wenn das jetzt wieder Explosion einsetzt, Finale mal nicht. Okay, Katze sowieso nicht. Okay. Dilidium. Gnade. Nö. Stehlen und hehlen, das ist die Basis aller Verbrechen, Jungs. Aha. Hier kann man übrigens sogar an das Item hier dran. Und das da hinten, ach, ich hab wirklich keine Lust. Ich mach das jetzt nicht. Ah, könnt ihr auch noch nachgucken, wenn ihr das unbedingt haben wollt. Aber ganz ehrlich, es wird wahrscheinlich sowieso nur so ein Top-Belieber sein. Oder, nee, kein Top-Belieber, das wäre zu krass. Oder? Nee, das wäre zu krass. Wahrscheinlich ein Belieber oder so. Oder ein Hyperball. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es das Würfel ist. So, du stehst hier noch im Weg. Ich will da rechts rein. Das sieht sehr cool aus dort. Hast du dich verirrt? Nein, das kann nicht sein. Es ist keine Angst in deinem Blick. Ich zeige dir etwas, das dir Angst macht. Aha. Und das wäre? Ich erwarte jetzt einen Arbok. Komm schon. Duflo? Okay. Macht mir jetzt ehrlich gesagt keine Angst. Einzige, was mir gerade Angst macht, ist, dass ich gerade down gehen könnte. Nur mit meinem Melly. Machst du sowieso kein Damage von da, ist egal. Dann beißen wir dich kaputt. Nom nom. Nom nom, ausgewichen. Aha, oh, Säure. Säure ist natürlich eine gute Attacke. Schlafpuder. Ah, das ist gut. Jetzt muss ich warten, bis ich aufwache. Oh oh, das ist gut. Ich muss aufwachen, wach auf! Wach auf! Yeah! Nach 5 Runden oder so. Hab mich wirklich gezählt, ich hab gespult. Egal. So, und? 2 Duflors? Ist das dein Ernst? For real? Okay. Okay. Wie du meinst. Müsste sehr effektiv sein. Ja. Weak Horse of Gift. Oh, Säure. Geklickert. So, und jetzt kriegst du alles zurück. Psch, bye bye. So, oh, yes! Level up! 33! Yeah! Ja, das war sehr einfach. Wie konntest du? Wie konntest du mich angreifen? Geh nur, verlaufe dich! Dann wirst du feststellen, dass es mir egal ist. Aha. Hier steht Notfall. Er ist ausgeschaltet. Einschalten. Yep. Hm? Was jetzt passiert? Nee, da können wir auch nicht lang. Notfall? Habe ich gerade alles ausgemacht oder was passiert? Ich guck kurz. Nö. Okay, keine Ahnung, was ich gemacht habe. Notfall? Egal, dann gehen wir mal durch. Das sind das. Was? Ich dachte, das sind Türen. Du kannst einfach... Was ist das für ein Tileset? Okay. Aber jetzt sind wir im Untergrund von einem... Sieht aus wie ein Lagerhaus. Hm? Ganz viele Kartons. Aha. Ganz viele Boxen. Oh. Moment. Ich dachte es mir schon, ich bin nicht geheilt. Ich sollte mich vielleicht mal kurz heilen. Nach unten. Hier Supertränke, mein letzter. Mist. Ich muss kaufen gehen! Weiter kommst du nicht! Ich habe niemals Mitleid mit meinen Gegnern, auch nicht mit Kindern! Mhm.
Okay, mir ist nichts eingefallen. Ich wollte gerade irgendwas sagen wegen dem Kindernpart, aber mir ist nichts eingefallen. Ja, da wollte ich mal lustig sein. So, wir beißen uns jetzt gegenseitig kaputt. Nom nom. Wer schmeckt lecker? Und wer schmeckt nicht so lecker? Ich würde sagen, du schmeckst leckerer als ich. Und das bestimme ich von dem Faktor her ab, dass ich dich mehr kaputt beißen kann, als du mich. Ja, du willst nur zurückziehen, aber... Ich beiß dich kaputt. Nom nom nom. Gut gemacht, Melli. So, was kommt als nächstes? Golbat. Das Pokémon, so bad. Na, okay, Golbat ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Vor allem hier gibt es ja jetzt X-Bart, die Weiterentwicklung. Ist ein sehr gutes Pokémon eigentlich. Hier geht es nur hin und wieder mal auf die Nerven, weil gefühlt jeder das Ding hat. Also in NPCs, meine ich jetzt. Nicht so richtig Menschen. Aber sehr viele NPCs haben Golbat und X-Bart. Und vor allem auch Zubat, ne? No risk, no fun. Yes! Juhu! That worked. Okay. Na dann. Verdammt! Ich habe verloren. Bitte vergib mir, Giovanni. Und ich werde mich vergeben dafür, dass die Folge jetzt schon zu Ende ist. Obwohl die ein bisschen länger ist, glaube ich sogar. Egal. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Pokémon.